Willkommen bei Vodafone LTE.de. Wir stellen Ihnen hier das LG LTE True HD vor, ein LTE-Smartphone mit einer 8-Megapixel-Kamera zur Aufnahme von Fotos und HD-Videos. Es verfügt zudem über eine 1-Megapixel-Frontkamera. Ich hole das Gerät einmal aus seiner Verpackung heraus, damit Sie es besser sehen können. Ein 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor sorgt für die entsprechend schnelle Ausführung der Android-Apps. 2 GB interner Speicher können um bis zu 32 GB erweitert werden mit einer entsprechenden Steckkarte. Bluetooth, WLAN und GPS, die üblichen Verbindungsdienste, sind natürlich ebenfalls mit an Bord. LG gibt eine netzabhängige Standby-Zeit von bis zu 240 Stunden an, allerdings nicht, ob diese im 2G, 3G oder 4G-Netz erreicht wird. Und etwa 4 Stunden Gesprächszeit, also 250 Minuten, werden angegeben. Ich zeige Ihnen hier noch die Dimensionen des Gerätes. Zum Lieferumfang gehört neben dem Gerät selbst eine entsprechende Kurzanleitung, ein Steckernetzteil mit USB-Schnittstelle und die dazugehörige USB-Lademöglichkeit. Kopfhörer sind natürlich auch dabei. Und der nötige Akku, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Sie sehen hier einen Größenvergleich des LG LTE True HD mit anderen aktuellen Smartphones. Das LG-Gerät verfügt über ein 4,5 Zoll Display. Als Prozessor kommt ein 1,5 GHz Dual-Core Prozessor zum Einsatz. Das ist vergleichbar mit dem HTC One XL, welches mit einem 4,7 Zoll Display allerdings etwas größer ausgefallen ist. Ich zeige Ihnen auch die sonstigen Dimensionen des Gerätes im Vergleich. Beim LG haben Sie hier oben noch eine USB-Schnittstelle. Das Galaxy S3 von Samsung ist das größte der drei Geräte mit 4,8 Zoll Diagonale im Vergleich eben zu den genannten 4,5 Zoll des LG-Gerätes. Insbesondere verfügt das Galaxy S3 über einen Quad-Core-Prozessor, zwar nur mit 1,4 GHz, aber eben mit 4 Kernen. Und das LG-Gerät hat einen 1,5 GHz Prozessor mit 2 Prozessorkernen. Auch hier zeige ich Ihnen noch den Dimensionsvergleich. Und zusätzlich haben wir hier natürlich das Konkurrenzprodukt von Apple, das iPhone 5, welches nur 4 Zoll Bilddiagonale hat, also einen halben Zoll weniger als das LG-Gerät. Und noch kleiner das Vorgängermodell, das iPhone 4. Da sehen wir den größten Unterschied in der Bilddiagonale zum aktuellen LG LTE True HD. Um nun den Akku und die SIM-Karte in das Gerät einlegen zu können, drehen Sie es um und auf der Unterseite finden Sie eine kleine Öffnung, in die Sie mit dem Fingernagel hineingehen und damit vorsichtig die Rückseite abhebeln können. In diesem Bereich wird der Akku eingelegt,
Hier gehört in dem Fall zum Lieferumfang eine 16 GB MicroSD-Karte und hier wird die SIM-Karte eingelegt, in dem Fall eine Mini-SIM. Wie rum die eingelegt wird, wird Ihnen mit einem kleinen Symbol angezeigt, mit dem Chip nach unten und der abgeschrägten Ecke nach links unten. Danach legen Sie den Akku ein. Die Ladekontakte finden sich hier oben und über einen Pfeil wird eben auch angezeigt, dass der Akku so eingelegt wird. Und sofern Sie nicht die SD-Karte austauschen oder erstmals einlegen müssen, können Sie danach das Gerät wieder verschließen. Ich entferne nun noch die Schutzfolie auf dem Display. Und auf der Oberseite finden Sie den Einschalter, den ich nun drücke. Um das Gerät zu booten. Es summt dann ein wenig und dann kommt das LG-Logo. Dauert einen kleinen Moment, bis das System ins Startmenü hineingebootet hat. So, ich werde nun begrüßt und als erstes wird der PIN-Code abgefragt. Es gibt nun eine Kurzanweisung, wenn ich das möchte, über die verschiedenen Funktionen des Gerätes. Also da könnte ich über Fortfahren mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung anzeigen, sage aber, das möchte ich beenden. Dann wird mir noch gezeigt, wie man den Bildschirm des Gerätes bedient, also dass ich eben zoomen kann oder klicken kann, indem ich eben mit dem Finger hier drauf gehe. Auch diese Information schließe ich und bin dann auf dem Startscreen mit den Grundfunktionen Telefon, Nachrichten, Browser, Anwendungen, dahinter verbergen sich die Apps, der Kamera, wo hier Market steht, werden nach einem Software-Update gegebenenfalls Google Play stehen, die Google Maps und natürlich eine Google-Suchmaske. Ich habe im Google Play Store nun eine App heruntergeladen, einen Speedtest, um die Internetgeschwindigkeit an diesem Standort zu überprüfen. Wir befinden uns hier innerhalb eines Gebäudes mit relativ stark abschirmenden Fassaden. Daher erreicht das 4G-Netz von Vodafone hier nur etwa 2 Balken, aber wir schauen einmal, welche Geschwindigkeit wir damit im Internet erreichen. Der Test läuft, die Pingzeit lag in dem Fall bei etwa 51 Millisekunden. Im Downstream kommen wir auf knapp 8 Megabit pro Sekunde. Upstream-Messung läuft und erreicht etwa 7 Megabit. Das zeigt auch, dass LTE vorwiegend für Kunden interessant ist, die beispielsweise in Großstädten große Datenmengen hochladen möchten, zum Beispiel um soziale Netzwerke zu nutzen oder Fotos mit Freunden zu teilen. Die UMTS-Netze sind da häufig überlasteter. Und um das zu vergleichen, buche ich das Gerät jetzt einmal um. Muss dafür die automatische Netzwahl ausschalten. Dauert einen kleinen Augenblick, bis sich das Gerät umgebucht hat ins 3G-Netz. So, das zeigt er mir jetzt an. Dann sagen wir hier Test erneut ausführen. Die Pingzeiten im 3G-Netz sind meist etwas höher, in dem Fall 95 Millisekunden. Die Downstream-Messung
läuft, aber scheint aktuell sehr überlastet zu sein. Ja, obwohl mir drei Balken angezeigt werden im 3G-Netz, ist der Test abgebrochen. Ich versuche es noch einmal. So, jetzt funktioniert es besser. Mit etwa 6 Mbit im Downstream erreichen wir eine ähnliche Geschwindigkeit, sie liegt aber dennoch unter der, die wir eben mit einem schlechteren LTE-Empfang hatten. Und insbesondere beim Upstream sehen wir, wie erwähnt, der ist im 3G-Netz trotz besseren Empfangs geringer.